Hi ihr Fischlinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach, ich glaube jetzt 3 Wochen Pause, vielleicht auch 4, keine Ahnung. Ja, vielleicht habt ihr mich ein bisschen vermisst und ihr habt es ja im Videotitel gelesen, ja, alles muss raus. Aber mehr dazu im heutigen Video, aber jetzt erstmal für euch das Intro. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen, aber feinen, etwas verzögerten Folge meinerseits. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, ich glaube, der Algorithmus wird viele von euch gar nicht erreichen und viele werden gar nicht mitkriegen, dass ich wieder da bin. Also, auch wenn es ja immer ein bisschen bemängelt wird, wäre es cool, wenn ihr das Video positiv bewertet, Kommentare schreibt und das ein bisschen pusht und verteilt, dass der Algorithmus wieder merkt, hey, der Tobi ist nochmal da und dass auch Leute das Video sehen können, denen es vielleicht sonst durch die Lappen gehen würde. Okay, also was meine ich damit? Alles muss raus. Ja, irgendwann oder mehrmals im Jahr bei mir kommt die Zeit für einen Züchter, wo er Abschied nehmen muss von seinen Nachzuchten. Und an dem Punkt sind wir wieder und welche das sein werden, wo die hingehen und vielleicht, wie auch ihr euch von den Tieren was schnappen könnt, da ihr immer interessiert seid, Tiere aus diesem Fischkeller hier zu kriegen und vielleicht noch ein paar andere Updates, mal gucken, wie mal der Schnabel gewachsen ist in dem Video. Also, ich quatsch nicht lange, los geht's. Ja, was soll ich sagen? Keller ist voll, aber ich wollte euch natürlich auch als erstes die kleinen blauen Microgephagus ramirezi zeigen, die ihr ja eigentlich schon gesehen habt. Das sind sie. Sie sind mittlerweile, ja, 12 bis 15 mm lang und ja, wachsen und gedeihen ist bisher keiner umgefallen. Ich habe auch noch ein paar mehr Tiere, auch teilweise schon ein bisschen größer. Lasst euch mal überraschen, was ich damit noch vorhab. Mal gucken, ich will noch nichts versprechen, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich es hinbekomme, aber lasst euch mal überraschen. Aber ja, gucken wir mal den Ramis. Ich habe es im Moment ein bisschen auf Eis gelegt, weil einfach kein Platz ist und dann sollte man auch nicht noch mehr Tiere ziehen, dass irgendwann der Platz so ist, dass es ein bisschen schwierig wird. Auch wenn ich es morgen ändern werde, habe ich jetzt erstmal gesagt, okay, im Moment mal bis auf ein paar Panzerwälze, weil da habe ich noch ein bisschen Kontingent, werden wir da erstmal jetzt Klippo machen. Aber es funktioniert, ich kriege immer mehr Pärchen zusammen, es funktioniert auch immer besser. Ich komme mit den Jungtieren auch nach und nach immer besser klar. Und ihr wisst ja, ich habe auch Tiere aus Elternaufzucht mir genommen. Sind ein paar umgefallen, kämpfe ich auch noch ein bisschen mit, aber ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es da was zu berichten gibt, gibt es auch was darüber. Aber Ramis gibt es jetzt im Moment mal noch keine, aber hier nebendran sitzen ja Sterbei, beziehungsweise da unten sitzen die Elterntiere Sterbei, die auch schon wieder den ganzen Tag am Ableichen sind, genau wie die letzten Tage. Da hinten sitzen noch welche, die zeige ich euch gleich. Und hier in dem Becken, da ist nicht nur die neue Zuchtgruppe drin, sondern, ich kann es euch ja mal einblenden, sondern auch einige Tiere, die noch in die Abgabe sollen. Und da werden wir jetzt nachher mal ein paar rauskichern. Okay, also Sterbei könnt ihr schon mal auf die Liste schreiben. Und wenn ich sage, dass natürlich auch für euch die Möglichkeit besteht, euch sowas zu greifen, weil auch immer wieder die Frage kommt, wann gibt es denn wieder was aus dem Keller? Jetzt gibt es wieder was. Könnt ihr mal in den Shop reinschauen, ob euch da irgendwas gefällt. Und die Tiere, die ihr dann heute seht, die im Shop verfügbar sind, die sind dann auch von mir, von den dementsprechenden Arten. Okay, also Sterbei wird es geben und dann machen wir mit was weiter, was ich glaube ich nicht jetzt näher erläutern muss, aber ich wollte es mal zeigen, dass da auch ein paar im Shop sind und dann, ja, das nächste. Ja, was ganz Spannendes, kunstgewöhnliche Guppies. ihr erinnert euch ja, dass ich mir vor einiger Zeit einen Stamm beim Großhändler geholt habe. Ich glaube, es ist jetzt schon 2 Jahre, ich weiß es gar nicht. Und ja, jetzt habe ich nur genug von Guppies und werde dieses komplette Becken auch abgeben. Also wenn ihr euch noch ein paar Guppies schnappen wollt, dann könnt ihr auch von denen haben. Die sind stabil, die stehen, die machen jede Menge Nachwuchs, die sind easy, kommen mit eigentlich jedem Wasser klar, was es so gibt. Habe sie auch teilweise im Garten gehabt, alles gar kein Problem. Ja, so sollen Guppies sein und ja, ich finde es immer wieder traurig, dass es mittlerweile soweit ist, dass ganz viele von diesen ganz bunten, großen Hochzuchtstämmen einfach nur noch eine einzige Krankheit und genetischer Müll sind, der im Prinzip ja bei euch zu Hause vor sich hin vegetiert. Deswegen schmeiße ich dann mal nochmal ein paar von den Tieren auf den Markt und vielleicht ein bisschen, ja, nochmal Anfängerfische auf den Markt zu schmeißen, die dann auch wirklich auch Anfängerfische sind. Also wenn ihr ein paar Guppies wollt, dann muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Guppies kennt jeder. Dann ja, gibt es auch ein paar von diesen Guppies.
Ja, und jetzt dann sowas, was euch vielleicht mehr interessiert, aber wenn ihr Guppi-Freunde seid, heute haben wir auch immer so ein bisschen Guppis in dem Video. So, kommen wir zu einem der größeren Becken, und zwar ein paar Malawis gibt es natürlich auch, so ganz ohne Malawis kann ich nicht, aber ich werde mich dann auch mit den Fischen, die hier drin sind, wieder von einer Art trennen, zumindest vorläufig, weil es leider Gottes so ist, dass Malawis zwar schon immer noch in gewisser Weise begehrt sind, aber viele Leute, die der ganzen Materie sehr treu sind, eher ganz spezielle, abgespacete Sachen wollen, die dann oft auch Wildfänge sind oder eher sehr, sehr schwer zu züchten, wo mir auch im Moment die Zeit dazu fehlt, mich so richtig reinzuknien in die richtigen Heavy-Arten. Und hier habe ich dann eine, ja, sagen wir mal Standardart, die auch sehr, sehr pflegeleicht ist. Und zwar, ich blende sie euch auch hier nochmal ein. Und zwar sind das Pseudotrophos Akai. Die genaue Standortvariante ist Luvala. Also das müsst ihr wissen, bei Malawis gibt es nicht nur einfach die Art, sondern auch oft mehrere Standortvarianten, wo die Fische auch mitunter ganz unterschiedliche Farben haben und man gar nicht meinen sollte, dass es grundlegend eigentlich der gleiche Fisch ist, nur an einem unterschiedlichen Standort. Also die können wahnsinnig in den Farben variieren, sehr, sehr interessant. Deswegen so richtig qualitativ, Malawis ist immer noch der Standort mit angegeben, wie in dem Fall jetzt Luvala. Oder bei meinen Yellows, zu denen kommen wir gleich noch, der Beiname Kakusa. Okay, also die Akais hier, die gibt es auch im Shop und ich werde mich von denen trennen. Die Elterntiere habe ich schon abgegeben und die, ja, werde ich auch komplett abgeben und euch und anderen verfügbar machen. Also wenn ihr die wollt, im Shop mal nach Akais schauen, die sind dann auch von mir. Könnt ihr euch gönnen, sehr, sehr schöne Tiere, auch eine schöne Größe, sind auch schon geschlechtsreif. Das ein oder andere Mädel hat auch, glaube ich, schon die Schnute voll. Also wer in Malawi will, der sehr, sehr einfach ist, der sehr viel verzeiht, der auch in der Gruppe sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn ihr einen Männerüberschuss habt oder nur Männer, ist gar kein Thema bei Akais. Die sind sehr, sehr friedlich unterwegs und ist ein Bombenanfängerfisch, wenn ihr euch für das Malawi-Thema interessiert. Okay, dann. Zu was kommen wir dann? Dann zeige ich euch mal noch was. Wir hatten ja mal über Albinos gesprochen. Und da fällt mir gerade was ein, wenn ich gerade davor sitze. Hier neben mir sitzen auch noch kleine Sterbei. Und da ist ja was passiert, was zwar im Tierreich des Öfteren passiert, aber was relativ ungewöhnlich ist. Und zwar ist hier das erste Mal, seit ich Sterbei züchte, ist da ein Albino-Sterbei gefallen. Und den zeige ich euch hier, den werde ich auch behalten. Sehr, sehr cooles Tier, aber hat halt, ja, rote Augen. Und kaum Farbe, beziehungsweise das Muster kann man so ein bisschen erkennen. Könnt ihr euch sehr gerne mal in dem Video anschauen, wo es um Mutationen beziehungsweise Mutanten ging. Da habe ich den Kleinen gezeigt und über das Thema was erläutert, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und hier sind natürlich auch noch ein paar größere Sterber drin. Auch die werde ich hier rausfangen. Auch die kommen für euch in den Shop, beziehungsweise in die zwei Läden nach Kirchheim Tech und nach Göppingen. Und ja, jetzt geht's weiter und wird gelb. Ist, ja, ein bisschen eng hier, ein bisschen was von meinem Kopf. Warte, ich bück mich ein bisschen, jetzt bin ich ganz drin. Hier neben mir sitzen meine Yellows, beziehungsweise meine Labidochromis Cairoleus, Standortvariante Kakusa, oder ja, ihr kennt sie vielleicht handelsüblich als Yellows oder umgangssprachlich auch ein Malawi Buntbarsch, also ein Fisch aus Ostafrika. Wunderschöne Fische, ich glaube, ich muss zu Yellows nicht viel sagen. Ich mag sie, ich werde auch an Yellows festhalten, weil Yellows ist ein Fisch, der einfach super schön ist, wenn man qualitativ Tiere hat. Werde auch jetzt mal gucken, dass ich noch ein paar Mädels und ein paar Männchen kriege, für die Gruppen zu mischen, also meine Gruppe mit der Gruppe zu mischen, um dann nochmal schöne Genetik reinzubringen, werde auch nochmal Zeit dafür. Und hier sind auch ein paar Tiere drin und da werde ich auch einen Teil davon mitnehmen, beziehungsweise für euch wieder im Shop verfügbar machen. Beim letzten Mal waren es, ich weiß gar nicht, 20 oder 30 Stück, die waren auch innerhalb von 3 Tagen waren die weg. Also schnell sein lohnt sich und dann könnt ihr euch ein paar Yellows schnappen. Aber wie kriege ich denn jetzt die Tiere von hier ins Geschäft? Naja, das habe ich schon öfters gezeigt, aber heute machen wir es ein bisschen anders, weil ich noch einen Zwischenstopp machen werde und das Ganze ein bisschen länger dauert und ja, gibt da was, das solltet ihr vielleicht wissen, beziehungsweise ist für euch, wenn ihr auch mal Fische transportiert, vielleicht ganz hilfreich. Und zwar haben wir hier was ganz Spektakuläres zum Fischtransport, einen Eimer. Aber wartet, wird cool.
Das habt ihr zwar bei mir auf dem Kanal schon mal gesehen, aber ich will es mal nochmal sagen, der eine oder andere hat es vielleicht nicht gesehen oder vergessen. Und zwar, ihr seht ja, hier ist ein... da kickt schon wieder die Arbeitsallergie. Hier ist ein Loch für einen Luftschlauch durchzulegen. Hier ist ein kleines Loch, um das Ganze zu entlüften, dass der Deckel sich nicht aufbläht oder sogar abspringt. Und der Schlauch geht hier rum rein und hier hängt ein Belüfterstein. Und hier oben ist noch ein Reduzierventil, wo wir die Luftmenge da drin regeln können. Und dann brauchen wir natürlich eine Pumpe, um das zu betreiben. Aber so eine normale Membranpumpe und so weiter, die braucht ja eine Steckdose. Im Auto eher schwierig. Es gibt auch Pumpen für die Zigarettenanzünder im Auto. Die sind dann meistens furchtbar laut und haben auch oft nicht so Power. Aber mir ist da noch was nochmal eingefallen und ich habe sie nochmal gefunden. Und zwar erinnert ihr euch noch an die Amtra Air System oder Air Concept Pumpen? Die habe ich mal vorgestellt in einem einzelnen Video dazu, weil ich die echt ziemlich cool fand und auch immer noch cool finde. Das ist jetzt das größte Modell, die 360 UPS. Gibt aber noch zwei kleinere Modelle, die aber nicht alle diese Modi haben wie die. Die kann man jetzt auch noch regulieren, ne? Also Minus für schwächer, Plus für mehr. Und die hat auch noch eine Pulsfunktion, also dass sie so stoßweise macht, wo man auch gewisse Spielereien damit machen könnte. In dem Fall brauche ich das aber nicht. Und das Coole ist, die hat hier... einmal für einen Akku einzustecken mit einem USB-Kabel. Könnt ihr dann auch, wenn ihr den passenden Anschluss hier habt, mit dem normalen Steckdosenanschluss von eurem Handy zum Beispiel laden. Und das Coole ist aber, ihr seht, hier steckt kein Strom dran, hier ist auch keine Batterie drin, sondern das Ding hat einen eingebauten Akku. Und das ist sehr, sehr geil. Dann drücke ich nämlich jetzt einfach hier drauf und vielleicht könnt ihr das jetzt hören, wenn ich es näher ins Mikrofon halte. Die Pumpe läuft und hier vorne kommt Luft raus. Und hier könnt ihr sehen in der blauen Anzeige, dass der Akku ganz voll ist. Und dann ist die Pumpe, je nachdem wie stark ihr sie einstellt oder wie lange ihr sie nutzen wollt, wie groß sie ist, hat die eine Akkulaufzeit von 14 bis 22 Stunden. Das heißt, ich stöpsel das Ding hier einfach dran. Wenn ich die Fische dann jetzt mitnehme zum Transportieren, kann hier noch eins dran machen oder auch noch einen Verteiler dran machen und mehrere Eimer damit belüften. Dafür ist die groß genug, wird vermutlich eine reichen für die 5 Eimer, wo ich mitnehme, wovon nur 4 belüftet werden. Den Eimer mit den Guppies ist das nicht nötig. Und dann kann ich hier die Fische transportieren, muss nicht unnötig Verpackungsmüll erzeugen, da die ja sowieso direkt noch in meine Anlage kommen. Also spare ich mir die Tüten und jede Menge Zeug und Verpackungsmaterial und schon ein bisschen die Umwelt und transportiere die in Eimern, die ich dann einfach wieder mitnehme. Habe hier die Pumpe dabei, die Tiere kriegen Sauerstoff, sind versorgt, gar kein Stress und das kann auch dann problemlos ein paar Stunden der Transport gehen, ohne dass irgendwas passiert. Also kostet ein bisschen Geld, diese Amtra-Pumpen, aber ich war schon sehr dankbar dafür, dass ich sie habe und ich nutze sie immer wieder, wie jetzt zum Beispiel dann auch heute, wenn die Fische auf die Reise gehen. Also könnt ihr mal das Video dazu anschauen, wenn es euch interessiert, beziehungsweise wenn ihr eine wollt, könnt ihr euch eine schnappen. Das ist jetzt wie gesagt das Größte, gibt auch noch zwei kleinere Modelle, die auch ein Ticken günstiger sind. Okay, und jetzt habe ich sogar noch einen Fisch vergessen und dann werden wir noch ein bisschen keschern. Jetzt hätte ich ja fast was vergessen. Ich habe so ein bisschen verlernt, Videos zu machen und springe, glaube ich, heute auch ein bisschen, entschuldigt. Aber ich finde diese freie Schnauze-Geschichte einfach wirklich so am besten. Kann ich sein, wie ich bin, kann euch das Ganze erzählen, wie ich es gerne erzählen will. Also ich hoffe, ja, finde das weiterhin gut. Hier haben wir nämlich noch einen weiteren Malawi drin, beziehungsweise einen Schabemaulbuntbarsch. Und zwar haben wir hier einen Labiotrophes Trevasae Chilumba. Wunderschöne Fische, die fangen jetzt so richtig an Farbe zu kriegen, die Männchen. Erst sind sie so ein bisschen hellblau, eisblau und werden immer mehr orange. Die Weibchen sind so ein bisschen hautfarben, leicht orange, haben so ein kleines... ja, nicht wirklich Fleckenmuster, aber so ein bisschen Sparkles über den Körper, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Und da habe ich noch sehr, sehr schöne Tiere, sind 6 Männer und 7 Weibchen, also fast 1:1. Und die wird es auch im Shop geben. Ich blende euch hier auch gerade mal noch ein Elterntier ein. Also das ist ein schön ausgefärbtes Männchen, auch wenn es auf der Kamera vielleicht nicht so ganz rüberkommt. Sehr, sehr schöne Fische, macht auch wirklich Laune, sind aber eventuell auch ein kleines bisschen ruppig, wobei für Schabemaul jetzt eigentlich noch wirklich sehr, sehr lieb unterwegs, also macht Spaß, aber ihr solltet ein bisschen Platz für die Tiere haben. Und natürlich gibt es auch nochmal Petricola bzw. Synodon des Fiederbadwelse. Habe ich auch noch jede Menge, ihr kloppt euch drum. Hab schon
über 100 Stück in den Shop reingehauen und ja, schieben wir doch die nächsten 100. Gar kein Thema. Ja, und jetzt fangen wir an zu keschern. Dokeli, Eimer zu, alles verpackt. Ich bin jetzt schon nass geschwitzt, aber das liegt daran, dass ich ganz schön unsportlich geworden bin. Die Fische jetzt schnell ins Auto, die ganzen Belüfter verkabeln bzw. verrohren und dann geht's ab zur Fischauslieferung. Und für euch gibt's jetzt die Abmod und ja, vielleicht schnappt ihr euch irgendwas, was in den Eimern sitzt und habt sie in ein paar Tagen bei euch in den Aquarien. Ciao! So Freunde, das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen, aber hoffentlich immer noch feinen Video meinerseits. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt das Video sehr gerne positiv bewerten. Sehr gerne Kommentare schreiben, wenn ihr noch was wissen wollt, was beizutragen habt oder auch ein Wunschthema habt. Und sehr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten Videobeschreibung abchecken. Dort sind noch ja, Links von dem Video über die Amtra-Pumpe und noch andere Links, wie ihr meinen Shop findet, wie ihr mich auf anderen Wegen unterstützen könnt, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet, das kennt ihr alles. Also sehr, sehr gerne dort auch mal vorbeischauen. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns vielleicht, hoffentlich, na klar, im nächsten Video. Wenn es nächste Woche kommt, schauen wir mal. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus. Tschüss.